Moin moin und herzlich willkommen zurück zur Baustelle des New Airport und zwar in Frankfurt. Und ja, das ist die zweite Folge, in der wir anfangen, unsere Ideen und Planung umzusetzen für den neuen Terminalbereich. Ja, und der Rest des Flughafens, den kennt ihr, der sieht ja so aus. Das heißt, wir haben hier 27 mittlere Stands. Und in der letzten Folge habe ich einfach angefangen, alles abzureißen, was nicht mehr zeitgemäß ist und was nicht mehr hierher gehört. Und dazu gehört das Ding auch, ja. Und das hier gehört auch dazu. Weg, hinfort, verschwinde. So, wie reiße ich das ab? Am besten so. Oh. Muss ich doch nicht die Lampe hier einzeln abreißen, oder? Doch. Ja, das hier habe ich noch stehen lassen, weil die Stands hier vorne ja noch weiterhin benutzt werden. Aber jetzt im Anschluss, sobald diese viermotorige BAE 146 uns verlassen hat mit 40 Passagieren, wird das Ding geschlossen. So. Na, das bringt uns gerade nicht sonderlich viel Zufriedenheit bei den Airlines ein, möchte ich vermuten. Aber es ist egal, denn wir wollen natürlich mehr Geld verdienen. Und wir haben 2,5 Millionen auf dem Konto und wir werden gleich einen Kredit aufnehmen, um all das hier zu finanzieren. Das hier wird der neue Parkbereich werden. Wir haben schon mal angefangen hier zu bauen für den neuen Weltzugang. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir unten drunter weitere Parkplätze bauen werden. Das hier wird in jedem Fall alles abgerissen. Können wir auch schon mal machen. Abreißen, 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 abreißen. Warum? Weil das Ganze natürlich einfach nur Geld kostet. Ne? Das heißt, alles von dem hier kostet Geld. Die Straße kostet Geld. Alles kostet Geld. Tägliche Unterhaltskosten sozusagen. Ne? Die Gesamtbetriebskosten, gucken wir noch mal ganz kurz rein, hier Betrieb sind bei 250.000 Euro und das liegt daran, dass das hier einfach alles Geld kostet. Jedes einzelne Feld kostet Geld. Das reißen wir jetzt ab, weil wir es nicht brauchen und weil ich eigentlich vorhabe, hier irgendwo den Bereich für Small Aircrafts General Aviation reinzubauen und dann ja, wird Parkplatz und Zufahrt überwiegend unterirdisch stattfinden, unterirdisch stattfinden. Und ja, das hier lassen wir wahrscheinlich. Oder wir nehmen es auch weg und dann wird wirklich alles unterirdisch stattfinden. Hier sind meine Blumenfelder übrigens. Oh, da fehlt noch was. Warte, Blumen, Blumen, Blumen. Deko, Blumen. Wo haben wir denn die Blumen gehabt? So. Jo, so passt das. So passt das und so wird das dann auch weitergehen. Vielleicht werden wir auch den ganzen Bereich hier einfach abreißen und alles nach hier unten führen. Und dann gehen hier einfach weitere von diesen wunderschönen Treppen nach oben. Müssen wir nur hier einfügen. So, dass es passt. Hier zum Beispiel könnte eine von den Dingern, kann man ja schon mal einbauen. Ne? So, wir planen hier 3x5. Gucken wir nochmal einmal nach oben. Ja, da wird das, denke ich, passen. Dann geht da eine Treppe eben nach unten. Und hier gehen die Treppen nach oben. Theoretisch müsste ich die auch untereinander bauen können, ne? Hier, also da noch eine drunter. Wie im Kaufhaus. So, und wer hier treuer Fan und Verfolger ist, hat ja festgestellt, dass hier irgendwann mal 40 Leute standen mit roten Fragezeichen, Ausrufungszeichen, weil deren Gepäcke
ja, aus dem internationalen Bereich hierhin geliefert wurden oder hierhin. Da konnten sie natürlich nicht wieder hin zurück, weil das eine Sicherheitszone ist. Ja, das haben wir ja geändert. Keine Ahnung, ob die ihre Gepäcke irgendwann noch bekommen haben. Auf jeden Fall stehen hier ganz viele Menschen, die auf ihre Koffer warten. Und jetzt schauen wir nochmal, ob da noch irgendwo Koffer kommen. Ja, hier stehen sie Schlange. Komm. Ah, 4 Agents. Ah, 5 Agents pro Seite. Dann geht das schneller. Dafür brauchen wir aber auch mehr Agents. Personal, Bewerber. Gehen wir nochmal zu Ramp Agents. Ja. Einstellen. 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 Das sind 3 mehr. Einstellen und einstellen. Ablehnen, ablehnen. Oh, okay. Gucken wir mal rein. Personalüberblick. Ramp Agents. Schön, wie sie hupen. Mach Platz, Junge. Ich will meine Koffer abladen. Oh, was habe ich denn da für einen? Relativ weit unten. Nee, ich will dich nicht entlassen. Ist meiner Meinung nach auch neu mit dem Hupen. Habe ich vorher noch nicht gehört. Okay, die sind eingestellt. Das passt. So, 350. Hausmeister fehlen immer noch. Auch hier nochmal Bewerber, Hausmeister. Anstellen, anstellen, anstellen. So, und dann müssten wir natürlich gucken, ob wir genügend Autos haben. Flughafen, Polizeiautos. Da fehlt ein bisschen was, aber es liegt einfach daran, dass wir gerade die Flughafen-Polizeistation abgerissen haben. Nämlich hier oben. Da war sie. So, was ist das? Das kriegt man doch bestimmt auch noch weg. Okay, der See, das war einfach zu entfernen. Hm. Merkwürdig, dass das so einfach geht. So, das ist der funktionierende Teil des Flughafens derzeit. Und gleich geht es darum, hier wirklich dafür zu sorgen, dass wir, ja gut, alles so schaffen, wie wir es haben wollen. Okay, komm. Ah, günstiger als ich dachte. 329.000. Oh, da haben wir dann eine kleine Stelle übersehen. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, wie das alles wird. Und das hier oben, das können wir einfach alles schließen. Schließen, abreißen, schließen, abreißen. Da unten brauchen wir auch keine Flutlichter, weil alles beleuchtet ist. Ist alles in den Decken direkt angebracht. Na gut, hier oben haben wir noch das Catering-Modul. Voll ausgeschöpft. 5000 Mahlzeiten sind verfügbar. Hier können wir eigentlich dazu übergehen, den Anteil abzureißen, weil das eine reine Einbahnstraßengeschichte ist. Denn, gucken wir nochmal rein, eine Straße kostet 57 Cent Betriebskosten. Pro Stunde. Na, und das sind ja doch locker 100 Felder oder sowas. Und Kleinkohl, Kleinmist macht auch viel Mist. Ne, wie heißt das? Kleinfist? Nein. Wie war das noch mit dem Sprichwort?
Kleinvieh macht auch Mist. Sowas, genau. Wow, der ist wieder durchgestartet. Habt ihr das gesehen? Warum? Pilotenversagen. Es liegt nicht an unserem Flughafen. Aber er kommt gleich wieder. Ich bin mir sicher. Blau-weißes Flugzeug, wir merken uns das. Da ist er. Und jetzt? Liege Airport aus Belgien. Belgique. Oh, der will kein Essen. E190 mit 48 Passagieren an Bord. Hier haben wir eine A320. Liege ich ja am liebsten im Flugsimulator. Aber ich bin schon auf die großen Maschinen gespannt. Ich glaube, das hier wird dann einfach kopiert. Das, was unten drunter ist, also der ganze Bereich hier. Jo, den packen wir dann hier unten drunter nochmal. Wenn die großen Bereiche hier langsam in die Richtung kommen, dass wir sagen, jo, wir sind soweit. Okay, hier ist also alles abgerissen. Da haben wir noch ein, das schließen wir. Hier haben wir noch ein, schließen wir auch. Fehlen nur noch die drei hier, die abgerissen werden. Also, na, es wird erstmal nicht abgerissen, aber wir werden darüber nachdenken, wie wir diese Parkposition hier neu bauen. Flugzeuge können wir derzeit pro Tag empfangen. Wir werden sehen. So, wie schaut's aus hier unten? Fehlt alles noch ein bisschen an Bauarbeitern, aber hier wird gerade fleißig gebaut. So, dann kommt hier natürlich auch noch Infrastruktur, der Weg hin. Machen wir es mal so. Dann brauchen wir hier natürlich eine Tür, Terminal-Tür. So, und dann gibt es da eine Rolltreppe nach oben. Jo, und so passt es doch ganz gut. Man könnte sagen, perfekt. Ja, komm, verzögern, auf geht's. Ja, und beim großen Terminal müssen wir auch größer planen. Das heißt, die Gepäckbänder, die werden natürlich auch größer ausgelegt. So, jetzt gucken wir mal. Stand 2 verzögert sich. Warum ist das so? Reinigung läuft. Haben wir noch nicht genügend, also haben wir nicht genügend Reinigungsfahrzeuge? Fahrzeuge kaufen, Reinigung. So, jetzt müssen wir mal von vorne. So, Tanklaster, Tanklaster, Tanklaster. Förderwagen, Treppenfahrzeug. Reinigung da. Holen wir nochmal 5 dazu. Punkt ist, die kommen gar nicht hier rein. Das ist das eigentliche Problem. Müssen mal ganz kurz hier noch eine Interimslösung schaffen.
Hilft halt alles nichts. Wir brauchen die Interimslösung. So, pass auf, dann machen wir hier noch einen weiteren Tunnel nach unten. Da kommt natürlich die Interimslösung zum Tragen. Okay. Ja, ich weiß, ihr hängt hier alle und ihr kommt nicht weiter. Genauso verhält es sich mit dem, mit allem anderen sozusagen. Ja, das ist jetzt ein Problem. Müll wird nicht mehr abgeholt, alles andere wird nicht mehr gebracht, weil der Eingang einfach nicht mehr da ist. Die Feuerwehr macht einen Roadblock. Ja, und die Maschinen kommen nicht los, weil wir bestimmte Sachen nicht mehr anbieten können. Vermutlich, weil die Müllabholanlage einfach voll ist. Ja, das ist das Problem. Ja, alles klar. Ja, warten wir uns einfach ab, bis das gebaut ist und dann sollte das hoffentlich gleich wieder soweit sein, dass hier keine Verspätungen mehr stattfinden. Das sollte jetzt die. Ja, es fehlt nicht. Geht die Flughafenbewertung bestimmt wieder runter. Ist gerade einfach so. Dauert einen Moment. Müssen wir mit leben. Aber dafür haben wir ja einen Puffer von 2,2 Millionen aufgebaut. Alle verspäten sich, weil hier einfach noch nicht final fertig gebaut wurde. Kommt der her? Achso, ist außen. Ein neuer Soundtrack wäre auch mal gut. Das Ding ist, die müssen jetzt halt echt weite Wege gehen, ne? Bevor sie hier irgendwo mal ankommen. Wir haben ja wirklich viele Bauarbeiter. Gehen wir mal rein. Bauarbeiter. 7.073 Objekte, die gebaut werden müssen. 175 Bauarbeiter vor Ort. Ja, das ist eine ganze Menge. Weil hier unten natürlich auch gerade gebaut wird. Hier mega Stau ist. Weil es nur einen Ausgang gibt. Ah, da ist schon fertig. Ja, oder auch nicht. Na gut, es staut sich gerade mega. Komm, die letzten zwei. So, und jetzt dürfte es wieder losgehen. Da fehlt noch ein bisschen was.
ist der Bypass auch gleich geschafft. Die Abkürzung. Waren sie halt da außen rum. Was ist hier los? Achso, da wird aufgetankt. Ich dachte gerade, was passiert da? Ja, okay. Sprit ist voll. Das heißt, Betankung kann wieder stattfinden. Junge, Junge, Junge. Na, also ein bisschen Verlust haben wir tatsächlich gerade gemacht. 2,2 Millionen waren das ja vorher gerade. Gucken wir nochmal ganz kurz rein in die Wirtschaft. Oh, 251.000 miese im letzten Tag. So, und jetzt haben wir aber wieder alles geschafft. Wow. Das hat für Verspätung gesorgt, für alles hat es gesorgt. So, wie sieht es hier unten jetzt aus? Wie weit sind wir mit dem Bau? Immer noch nicht weiter. Also zumindest noch nicht fertig. Ich lasse das mal auf schnellster Geschwindigkeit laufen. Dass zumindest jetzt hier die Straße nochmal verbunden wird. Und der Rest natürlich auch gebaut wird, dass dann hier auch dafür gesorgt wird. Dass die Fahrzeuge hier auch parken können. Das ist ein Langzeitparkplatz. So, das ist auch ein Langzeitparkplatz. Kurzzeitparkplätze brauchen wir nicht so viele. Langzeit, Langzeit, Langzeit. Ach komm. Langzeit, Langzeit, Langzeit. Kurzzeit, Kurzzeit, Kurzzeit. Oh, das passt. Ja, dauert halt ein bisschen. Aber leider Gottes haben wir keine Möglichkeit für andere Verträge. 20, ne, das ist zu wenig. Ablehnen, Highway, 68, was ist denn mit euch? 98, 81. Ihr werdet immer schlechter von den Angeboten. 114, 64. Ja, Kinder, könnt ihr so viel anbieten, wie ihr wollt, aber das wird so nix. So, können wir anfangen, die zu schließen hier vorne? Was ist? Hat zwar gepiept, aber ich habe trotzdem keine Nachricht jetzt gesehen, die für mich von Interesse wäre. Das wird alles jetzt geschlossen. Alle Parkplätze werden unterirdisch aufgebaut. So, reparieren. Ja, von mir aus. Dann sollen die Toiletten halt platzen. So what?
Du wirst auch geschlossen. Muss ich die auch schließen? Ja, ja klar muss ich die schließen. Gefährliches Gepäck verladen, schon wieder. Wer hat da nur geschlafen? Den oder diejenigen müsste ich eigentlich entlassen. Oder weiterbilden. Das ist natürlich wieder so eine Gewissensentscheidung. Wie viel Freiheit hat ein oder Freiversuche hat ein Mitarbeiter, bevor er entlassen wird? Ja, die Dinger kosten natürlich auch alle Geld, ne? Darf man auch nicht vergessen. Stündliche Gebühren und ausgelastet waren die in der Regel alle nicht. Ja, vielleicht muss ich auch noch mehr von diesen Tunneln nebeneinander herbauen. Um zu sagen, sorry. Wir müssen dem Verkehr Herr werden. Und das ist die Lösung dazu. Mehr Eingänge. Da sind gerade welche. So. Wird geschlossen, sollen die alle unten ankommen. So. Okay, abreißen. Leider Gottes bekomme ich hier nichts wieder, ne? An Refund. Die können wir einfach noch auflassen. Schauen wir mal. Lassen wir mal die Busstation hier vorne auf. So, gucken wir mal meinen Keller. Ich meine, die sind alles, deswegen auch über 7.500 einzelne Blöcke, die gebaut werden müssen, weil das natürlich einzelne Blöcke hier sind. Ne? 7.500 waren das gerade. Schauen wir nochmal rein. Wir finden es jetzt 6.122. Das dauert, weil die halt pflastern müssen. Ne? Pflastern ist halt auch etwas, was echt dauert. Oh, habe ich das hier abgerissen? Warte, müssen wir das abreißen nochmal. Überlegen. Das lassen wir nochmal. Das Ding. So. Viel, viel weiter gekommen sind wir auch noch nicht. So, das machen wir jetzt zu. Ach Mensch, zu spät wieder. Ja, warum? Weil ich hier die Vorfeldposition auflösen möchte. Deswegen, ne, das ist ja der einzige Grund dafür. Und so richtige Notfälle habe ich nicht, abgesehen davon, dass eine Leitung platzt im Klo. Aber nichtsdestotrotz, wir werfen nochmal einen Blick hier drauf. Das wären die neuen Start- und Landebahnen. Wir nehmen nochmal den Planungsmodus und ziehen einfach nochmal ein bisschen weiter hier. So, pass auf, jetzt haben wir hier den. Meine zumindest ist das. Ah ja, siehst du. Hier noch gefehlt hat an der Stelle.
Sagen wir hier 7, 6. 6 mal 5. Oder wir brauchen halt wirklich die breiten Dinger hier, ne? Lass uns dann nochmal angucken. Das wäre dann 8 mal 7. Okay, 7 wäre die Breite. Ja. Und dann ist die Frage, reicht das hier an Abstand? Da und hier sind 2. Ja, aber wesentlich mehr geht auch nicht. Ne? Also wir können hier natürlich noch, warte, einen darüber und einen darüber. Und dann ziehen wir hier den Weg lang. Dann ziehen wir hier den Weg lang. Und dann ziehen wir hier den Weg lang. Aber ungefähr so ist das, ne? Ja. Ja, und dann geht es natürlich darum, zu gucken, wo baue ich jetzt hier die Enteisungsfelder hin. Beispielsweise. Enteisung groß. Wo geht's rein? Wo geht's raus? Da geht's raus. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann hier irgendwo passiert. Jetzt muss ich natürlich schauen. Ja, verdammt. Da. Hugfeld. Möchte ich hier natürlich Abstände dazwischen haben. Ich würde meinen, die gehen so bis hier rüber. Vielleicht auch bis hier die großen. Also 1, 2, 3, 4, 5 Abstand bis dahin. 1, 2, 3, 4, 5 Abstand. Brauche ich nicht. So, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Abstand. Dann machen wir noch 2 zur Sicherheit. 1, 2, warte, 2 zur Sicherheit. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5. 2 zur Sicherheit. Und dann sind wir hier. So, dann geht er vielleicht hier rüber. So vielleicht. Maximal so. Stand da, 2. Boah, dann passt das ungefähr. So, dann wäre das also hier eine Bewegung von hier nach da. Und wir haben gesagt, 7 brauche, ne? Dann wäre das also so. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz überlegen. Die Startbahn. Ne, das hier wird die Startbahn. Genau, so innen drin. Das wird die Startbahn, das wird die Landebahn. Zack, Landebahn. Runterfahren, ankommen, friedlich sein. Das hier wird die Startbahn. Und da brauchen wir jetzt natürlich so, wie geht's rein? Da, so, da geht's raus. Brauchen wir hier, sagen wir mal, 3 Abstand. Machen wir 5 Abstand. Und hier auch 5 Abstand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann haben wir hier ein Hangar in groß.
Eins, zwei. So, haben wir sechs von den Enteisungsdingern. So, und jetzt kommen wir in Richtung Parkpositionen. Komma groß. Hier brauchen wir natürlich erstmal Fundament. Also wir haben hier insgesamt ein Fundament von 10 mal 5, also 10 in der Breite. Und hier haben wir derzeit 6, heißt es fehlen 4 dazu. So. Oh Mann, stehen hier noch Lampen, ich werde verrückt. Ja. Na gut, aber ihr seht, welche Idee ich hier habe. Grundsätzlich. Ja, und das werdet ihr auch sehen, wie es weitergeht. Aber mehr als 30 Minuten sind schon wieder rum und deswegen hören wir an der Stelle auf. Meine Uhr hat schon bestimmt vor 5 Minuten gebimmelt. Und ja, wie immer war es sehr spannend und ich wollte einfach nicht aufhören. Also, weiter geht's in der nächsten Folge. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, eure Kommentare, gerne auch ein Abo, wenn ihr noch ganz habt. Und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao und bye bye.